Und wir machen weiter eben genau mit solchen Regeln für Jagdeinladungen angebracht, werden die nämlich allemal. Diese Regeln für die Weidmänner in der Politik, denn Jagen auf Kosten anderer gehen heimische Amtsträger nur allzu gern. Nicht nur die in Wien, sondern auch die in Tirol, wie Martin Pusch und Ernst-Johann Schwarz gleich zeigen. Am 12. August sind wir hochgestiegen, übernachtet und am 13. in der Früh sind wir auf Gams gegangen. Auf dem morgendlichen Pirsch. Ein Tiroler Unternehmer und sein Freund. Er hat sehr gut geschossen und hat auf 300 Meter geschossen, Blattschuss, und hat selber aufgebrochen. Und ich glaube, das kann ein guter Jäger werden, aber wenn die Jagd weiterhin so verteufelt wird, wie in der Presse, wenn man es dauernd liest, und weiß ich nicht, ob er nicht die Freude schon verloren hat. Und das ist der prominente Jagdgast. Landeshauptmann Günther Platter. Zahlen musste er für den Abschuss nichts. Die Einladung, ein reiner Freundschaftsdienst. Wenn man da auf der Hütte sitzt, ein bisschen trinkt, plaudert, da gab es keine Gespräche, dass Sie gesagt haben, Herr Landeshauptmann, wir bräuchten ja vielleicht Nein, überhaupt einen nicht. Nein, ich muss noch einmal betonen, da ist überhaupt nichts dahinter, was mit dem Geschäft oder mit einer Förderung zu tun hat. Er ist der Experte für Jagdeinladungen. Michael Fischer vor dem Untersuchungsausschuss im fernen Wien. Der frühere ÖVP-Mitarbeiter und beurlaubte Telekom-Manager muss erklären, warum die Telekom so oft und so gerne bedeutenden Wirtschaftsbossen und Politikern Jagdabenteuer finanziert hat. Dem News-Journalisten Kurt Kuch sind rund 200.000 interne Telekom-Mails zugespielt worden. Darunter viele Belege für dubiose Geschäfte. Am Thema Jagdeinladungen kommt niemand vorbei. Wir gehen den Suchbegriff Jagd ein und sehen dann, wir haben 144 Treffer. Jagdeinladungen, Jagdstammtische, Jägerball. Die Liste der freundlichen Zuwendungen ist lang und alles lief immer über denselben Mann. Wenn Sie sich überlegen, mit dem Herrn Michael Fischer, der zuvor Direktor bei der ÖVP war und dann Head of Public Affairs bei der Telekom, hatte man einen Spitzenmanager, der Tag und Nacht nichts anderes zu tun hatte, als sich zu überlegen, wen laden wir zum Jagen ein, wen laden wir am Opernball ein, wen laden wir zum Beachvolleyball ein, nach Kitzbühel zum Skifahren, nach Schladming oder auch nur zum Ganselessen. Und da ist eine Unternehmenskultur groß geworden, die geeignet war, die politische Elite dieses Landes zu korrumpieren. Und das war der Telekom auch sehr viel Geld wert. Die Jagd ist ein exklusives Brauchtum, eigentlich den obersten 10.000 vorbehalten. Das schwarze Tirol leistet sich sogar eine eigene, defizitäre Landesjagd. Früher zeigte Landeshauptmann Wallnöwe noch stolz, wer da auf Murmeltier, Gams oder Steinbock eingeladen wurde. Jetzt ist die Gästeliste streng geheim. Die Landesregierung weigert sich bis heute bekannt zu geben, wer darf dort eigentlich Murmeltiere, Gamsen, Hirschen und Co. schießen. Also jeder, der in Tiroler Wohnbauförderung kriegt, steht dann mit Name und Adresse im Boten für Tirol. Und da werden Leute eingeladen auf sogenannte Ehrenabschüsse. Und man sollte sich doch denken, wenn jemand wichtige Verdienste um das Land Tirol hat, dann sollte man ihn ehren und vor den Vorhang stellen und sagen, den haben wir jetzt eingeladen, den Hirsch zu erschießen. Und stattdessen wird es geheim gehalten, fällt unter Datenschutz plötzlich. Und es gibt keine Transparenz. Wenn wir einen Gast einladen, dass wir den dann in die Zeitung schreiben, das sehen wir nicht als normal an. Wir glauben, dass es gut ist, wenn man das nicht als Gott wie öffentlich macht. Ja, aber ist es ein Geheimnis, wenn Sie einen Prominenten einladen? Nein, aber ich glaube, wenn jemand ein Geschenk bekommt und eingeladen ist, dann muss das nicht unbedingt so sein, dass der dann in der Zeitung steht. Was spricht dagegen? Ja, was spricht dafür? Ich begrüße euch alle zur heutigen Niederwildjagd. Wie geschossen wird der Fasanhahn, die Fasanhenne, die Ente und das Rebhuhn. So, aufsitzen. Seine Jagdrunden sind bereits legendär. Wenn der Lobbyist Alfons Mensdorf-Pouilly einlädt,
und die Telekom bezahlt, erscheint die gesamte Wirtschafts- und Politprominenz des Landes. Gästelisten sind bis heute penibel unter Verschluss gehalten. Jetzt fordert der U-Ausschuss die Nennung der Schützen, denn die hohen Kosten der exklusiven Einladungen nähren den Korruptionsverdacht. Da gibt es beispielsweise ein Mail vom Jänner 2007. Man sieht beim Absender noch michael.fischer@övb.at und er mailt der Telekom ein Angebot fürs Jagen beim Herrn Mensdorf. Es ist ein Angebot der Forstverwaltung Mensdorf-Bouilly. Und dazu gibt es auch gleich eine Preisliste für diese Gesellschaftsjagd, wo man dann sieht eben alle Preise exklusive Umsatzsteuer, 15 Personen, 3.700 Euro pro Kopf. Also ich würde jetzt sagen, Pi mal Daumen inklusive Umsatzsteuer kostet so eine Tagesjagd dann zwischen 70 und möglicherweise 75.000, 77.000 Euro. Nicht nur die teuren Einladungen haben Telekom und Politik unter Verdacht gebracht. Es geht um mögliche Begünstigung, Parteienfinanzierung und Korruption. Der Telekom war es wichtig, dass Gesetze und Verordnungen so aussehen, dass sie dem Geschäftsergebnis der Telekom entgegenkommen. Da ging es um Dinge wie Beamtendienstrecht, Personalpool, Universaldienstverordnung. Und an diesen Schräubchen wollte man immer drehen, um im Wettbewerb, im aufkommenden Wettbewerb, vor allem auch im Festnetzbereich, besser dazustehen. Da ist es natürlich ideal, wenn man jagen geht und die Entscheidungsträger, die politischen Entscheidungsträger, die die Rahmenbedingungen bestimmen, dort auch persönlich kennenlernt. Die geltenden laschen Antikorruptionsgesetze haben diesen Unsitten Tür und Tor geöffnet. Das will die Justiz jetzt ändern. Doch der Entwurf für die angeblich härteren Bestimmungen zur Anfütterung gefällt zwar der Politik, nicht aber den Korruptionsbekämpfern. Viel zu unklar, viel zu schwammig, so die Kritik. Wenn man sich die neue Regelung ansieht, dann vermute ich, dass die Beweisbarkeit, dass eine strafbare Handlung unterlaufen ist, so schwierig sein wird, dass es nie gelingen werden kann und dass daher die Regelung totes Recht ist. Es wird sich daher in Wahrheit gegenüber dem jetzigen Zustand nichts ändern und das ist eigentlich das Schlimmste, was man über eine in Aussicht genommene Regelung sagen kann. Österreich gab sich 2008 ein scharfes Antikorruptionsgesetz. Ein Jahr später wurde es zu Fall gebracht. Der Druck der Lobbyisten war zu groß. Woher dieser mitunter kam? Ein Blick in die Telekom-Mails liefert Antworten. Die Leiterin der Rechtsabteilung schreibt an den damaligen Telekom-Vorstand über eine ganze Reihe von Dingen, die zu erledigen sind, und schreibt dann unter Punkt 8, kämpfen auf allen Ebenen gegen die Antikorruptionsbestimmungen. Man muss ja sagen, dieses Kämpfen war sehr erfolgreich. Ich vermute, dass dieselben Kräfte, die im Jahre 2009, die im Jahre 2008 geschaffene Regelung außer Kraft gesetzt haben. Das waren Lobbyisten aus dem Bereich der Kultur, des Sports, zum Teil auch der Wirtschaft, dass die nun wieder am Werke sind und ihre Überlegungen, wie eine Neuregelung aussehen sollte, mit ins Spiel eingebracht haben. Und dass es eine äußerst starke Lobby ist, das haben wir bereits gesehen. Bedauerlicherweise wird damit ein echter Fortschritt, ein echtes Anfütterungsverbot verhindert. Fiedler will wieder die Richtlinien aus dem Jahr 2008. Jede Zuwendung im Wert von mehr als 100 Euro wäre strafbar. Also auch Einladungen auf Opernball oder Gams. Obwohl Österreich tief im Korruptionssumpf steckt, sehen manche keinen Handlungsbedarf. Ich glaube, wir sind über Jahrzehnte relativ gut ohne dem ausgekommen. Und ich glaube, es geht darum, dass wir Politiker einfach das tun, was man allgemein unter Anstand versteht. Und dazu gehört sicher, dass eine Vorteilsnahme, Vorteile durch Einladungen an jemanden weiterzugeben, halt auch nichts mit Anstand zu tun hat. Und deswegen ist hier eine Grenze zu ziehen. Geht es um die Jagd, versteht die Tiroler Volkspartei keinen Spaß. Als vor Jahren ein junger Parteifreund die unanständig günstige Jagdpacht eines Altlandeshauptmanns anprangert, wird er kurzerhand von der Nationalratswahlliste gestrichen. Die offizielle Begründung war eben die mit der unzureichenden Frauenquote und die inoffizielle Begründung wurde mir unter vier Augen mitgeteilt, dass es einfach mein Fehler war. Ich hätte sollen die Landesikone Altlandeshauptmann Dr. Bartl in dieser Sache in Ruhe lassen und diesen Umstand nicht öffentlich machen. Das heißt, einem Altlandeshauptmann steht auch eine Jagd zu, die um die Hälfte gepachtet wird. Da finden die Tiroler nichts dabei. Das war unter der damaligen Parteiführung die Meinung, ja. Landeshauptmann Platter hat schon mehrere Gratis-Jagdeinladungen angenommen. Nichts Unanständiges, meint er. Mit uns reden will er aber nicht.
Soll er zahlen für den nächsten Abschuss? Das wird der Landeshauptmann selber entscheiden, das traue ich ihm auch zu. Was würden Sie ihm raten, wenn er eingeladen wird? Er hat ja keine eigene Jagd. In Tirol rät man den Herrn Landeshauptmann nichts, das ist nicht gut und auch nicht notwendig. Der Herr Landeshauptmann wird selber entscheiden. Aber er hätte das Geld, um einen Hirsch zu zahlen. Locker. Jäger, U-Ausschuss und Justiz, eines haben sie gemeinsam. Sie alle wollen was zur Strecke bringen.